Lieber Dr. Dönny, liebe Freunde der Pro Ecclesia Brieg, herzlichen Dank für die Einladung, wieder hierher ins Wallis zu kommen, um über ein Thema zu sprechen, das geeignet ist, gerade im Monat November behandelt zu werden. Es geht in diesem Vortrag um die sogenannten letzten Dinge des Menschen. Und der Titel des Vortrags heißt, wir kommen alle in den Himmel. Damit könnte ich meinen Vortrag eigentlich beenden. Denn was brauchen wir uns über die letzten Dinge groß auszulassen, wenn wir doch alle in den Himmel kommen? Aber ich habe hinter diesen Titel ein Fragezeichen gesetzt. Und mit diesem Fragezeichen wollen wir uns nun beschäftigen und den Vortrag beginnen mit im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Als ich mich auf den Weg machte, um hierher nach Brieg zu fahren, da bat ich meinen Mann, wie immer, wenn ich das Haus verlasse, mich zu begleiten. Und meinen Eltern habe ich, auch dies ist mir zur Gewohnheit geworden, die Sorge um das Haus anvertraut. Wenn ich Ihnen nun sage, dass sowohl mein Mann als auch meine Eltern in der Ewigkeit sind, erscheint es manchem von Ihnen vielleicht seltsam, dass ich so konkret mit den Verstorbenen umgehe. Die Anregung, in dieser direkten Weise mit meinen Heimgegangenen zu verkehren, bekam ich durch einen Ausspruch des heiligen Hieronymus. Er sagte, die im Herrn Entschlafenen bleiben in der Familie. Und ich denke, mit Familienmitgliedern sollte man doch sprechen. Sonst könnte es vielleicht eine ungute Stimmung geben. Woher kommt dieser Glaube, diese Gewissheit, dass mit dem Tod nicht alles vorbei ist, dass das Leben weitergeht und damit auch die Verbindung mit denen, die uns in das neue Leben vorangegangen sind? Diesen Glauben holen wir aus dem Evangelium, das uns vom auferstandenen Jesus erzählt. Aus der Wirklichkeit der Auferstehung Christi schöpfen wir unsere Hoffnung auf unsere eigene Auferstehung. Aber wie sehr wird diese Wirklichkeit heute geleugnet, selbst von Priestern und Theologen, mit der Begründung, man könne die klassische Lehre der Auferstehung Christi den Menschen von heute nicht mehr so vermitteln, sie komme nicht an. Also Demoskopie statt Theologie. Die Glaubenswahrheiten stützt man auf Meinungsumfragen. Auf diese Weise kann man natürlich den ganzen Glauben, der nach Paulus den Juden ein Ärgernis und den Heiden eine Torheit ist, beiseite legen. Der Maßstab des Glaubens wird dann sein die Frage, was kommt an oder was kommt nicht an. Zugegebenermaßen, der Glaube an die Auferstehung des Herrn ist auch den Jüngern nicht leicht gefallen. Nach Jesu Tod am Kreuz haben die Apostel Jerusalem verlassen und hatten wohl kaum mehr die Absicht, dorthin zurückzukehren. Schon als sie die Angst Jesu am Ölberg miterlebten, stellte sich bei ihnen die erste Unsicherheit ein. Wie kann der mächtige Wundertäter Jesu plötzlich solche Angst haben? Und die Glaubenszweifel wuchsen, als man Jesus wegführte, ohne dass Jesus dagegen protestiert hätte oder etwas unternommen hätte, dieser Verhaftung zu entgehen. Ist dieser wehrlose Mann überhaupt der Messias? So mögen sich die Jünger gefragt haben. Und als Jesus verurteilt wurde, sein Kreuz gegen Golgotha trug, da war es für die Apostel sicher, dass mit diesem Jesus etwas nicht stimmen kann. Sie flohen und brachten sich in Sicherheit. Und als der Leichnam Jesu dann vom Kreuz abgenommen werden sollte, da war es ein jüdischer Rabbi, der von Pilatus die Erlaubnis einholte, ein würdiges Begräbnis für Jesus zu bereiten. Wir hatten gehofft, dass er Israel erlösen werde, sagten sich die Jünger. Vom Glauben an die Auferstehung war nicht mehr die Rede. In dem Augenblick, als die Jünger begriffen, dass der gekreuzigte Jesus von Nazareth nicht mehr vom Kreuz heruntersteigen werde, war ihr Glaube erloschen.
Erst das Erlebnis des auferstandenen Jesus holte ihren Glauben zurück. Sowohl die Evangelien als auch die Apostelgeschichte berichten von der Begegnung Jesu mit seinen Jüngern, von seinen Unterweisungen an sie nach seinem, auch von den Pharisäern und Schriftgelehrten, bezeugten Tod am Kreuz. Und Thomas, den man bis heute den Ungläubigen nennt, konnte, nachdem er den Herrn gesehen hatte, nur noch niederknien und rufen: Mein Herr und mein Gott. Die Auferstehung des Herrn, so Max Türkauf, ist also mit den Wahrnehmungen jener verbunden, denen der Herr erschienen ist. Erkenntnistheoretisch gibt es daher nur eines. Entweder ist der Herr mir selber erschienen, oder ich glaube jenen, denen er erschienen ist. Tertium non datur, ein drittes gibt es nicht. Wenn es sich so verhalten hätte, wie jene behaupten, die uns die Ewigkeit rauben wollen mit ihrem Unglauben, dann gäbe es keine Märtyrer und somit kein Christentum. Denn für die dialektische Relativierung der Auferstehung des Herrn wäre niemand gestorben. Soweit Max Türkauf. Der Glaube an die Auferstehung Christi ist der Angelpunkt unserer Religion. Fällt dieser Glaube, dann handelt es sich auch nicht mehr um den christlichen Glauben. Ein Gewölbe, dem ein haupttragender Stein fehlt, stürzt vielleicht nicht gleich zusammen. Aber es wird mit der Zeit ein Stein nach dem anderen herunterfallen. Wer sich vom Glauben an die Auferstehung entfernt, wird sich bald auch von anderen Glaubenssätzen distanzieren. Denn wenn der Glaube an die Auferstehung fällt, dann ist mit dem Tod doch alles zu Ende. Wozu sich also noch an die Gebote Gottes halten? Dann gibt es doch nur ein Gesetz: Lass dich nicht erwischen bis zum Tod. Dann bist du fein raus. Genieße doch das Leben. Es gibt doch keinen Richter, dem ich eines Tages gegenüberstehen werde. Wozu Treue, Verzicht, Opfer? Man lebt doch nur einmal. Aber irgendwann kommt dann, ich glaube bei jedem, der Punkt, wo alles sinnlos wird. Der Nichtglaube an die Auferstehung Christi endet im Glauben an die Sinnlosigkeit. Es ist im Wesen Gottes begründet, dass er dem Menschen seine Freiheit lässt. Gott hat den Menschen als vernunftbegabtes Wesen erschaffen und ihn der Macht der eigenen Entscheidung überlassen. Der Mensch ist geschaffen in Freiheit. Er ist Herr seines Tuns. Wahre Freiheit gibt es aber nur im Dienst der Gebote Gottes. Entscheidet sich der Mensch zum Ungehorsam gegen Gottes Gebote, dann ist er auch nicht mehr frei. Er missbraucht seine von Gott geschenkte Freiheit. Mein Volk hat nicht auf meine Stimme gehört, mir keinen Gehorsam erwiesen. Darum habe ich sie ihrem harten Herzen dahingegeben. Mögen sie wandeln nach ihrem Sinn. Das ist die Antwort Gottes auf unseren Ungehorsam. Wir lesen das im Psalm 80. Wir werden in der Ewigkeit das erhalten, was uns auf Erden wichtig gewesen ist. Und einen von den zwei Sätzen wird der Herr zu uns sagen: Nehmt das Reich in Besitz oder weichet von mir. Beten wir täglich darum, dass wir den zweiten Satz nie hören werden. Der heilige Pfarrer von Ars wusste um die Gefallenheit des Menschen, um die Gefährdung des Menschen. Beim letzten Gebet der Kommunion des Priesters, wo es heißt: Herr, gib, dass ich deinen Geboten allzeit treu bleibe und lass nie zu, dass ich mich jemals von dir trenne. Bei diesem Gebet musste der heilige Pfarrer von Ars jedes Mal bitterlich weinen. Er wusste um seine eigene Versuchung, um seine eigene Gefallenheit und um jene der Menschheit. Was würde dieser schreckliche Ausspruch "weichet von mir" denn bedeuten? Oder anders gefragt, was heißt "nehmt das Reich in Besitz"? Welches Reich? Auf diese Fragen gibt uns die Kirche Antwort. Es sind die Fragen eben nach den letzten Dingen.
Nichts im Leben ist sicherer als der Tod. Es ist dem Menschen gegeben, einmal zu sterben und dann folgt das Gericht, schreibt der heilige Paulus. Nirgends in der Bibel ist die Rede von Reinkarnation, das heißt die Lehre von der Wiedergeburt. Dieser Gedanke hat sich bei uns auch in katholischen Kreisen so etabliert, dass manche schon behaupten, es sei die Lehre der Kirche. Es war niemals die Lehre der Kirche und wird sie auch nie sein. Was ist nun eigentlich Reinkarnation? Ich möchte nur ganz kurz ein paar Gedanken dazu sagen. Reinkarnation ist die Vorstellung, dass sich die Seele des Menschen, in manchen Traditionen auch der Tiere und Pflanzen, obwohl man in keiner Weise von einer Seele der Tiere und Pflanzen sprechen kann, so wie man von der Seele des Menschen spricht. Also es ist die Vorstellung, dass sich die Seele des Menschen nach dem Tod wieder in einer materiellen Form inkarniert. Die Individualität bleibt dadurch erhalten und ist unvergänglich, während die Persönlichkeit ständigem Wandel unterworfen ist. Aufgabe des Menschen ist es, dass sich in seinen jeweiligen Inkarnationen die Persönlichkeit mit der Individualität verbindet. Reinkarnation wird als andauernder Lernprozess hin zu einer höheren und besseren Form verstanden. Die Frage ist nun, warum wollen wir denn wiedergeboren werden? In den östlichen Religionen ist das Dasein ein Leiden. Ein Hindu zum Beispiel will nicht wiedergeboren werden. Er quält sich mit dem Problem, wie er diese Kette der irdischen Existenz durchbrechen kann, um dem Zwang der Wiedergeburt zu entgehen. Wir hingegen im Westen haben uns eine unserem Wohlstand entsprechende Fantasie-Reinkarnation zurechtgelegt. Wir wollen wiederkommen und uns erneut auf Erden einrichten, möglichst mit viel oder noch mehr Komfort, als wir in diesem Leben schon hatten. Die Ursache dieses Glaubens an die Reinkarnation ist letztlich die Weigerung, am Ende seines Lebens Gott zu begegnen, um Rechenschaft abzulegen über sein Leben. Noch einmal sei der heilige Paulus zitiert: Es ist dem Menschen gegeben, einmal zu sterben und dann folgt das Gericht. Und dieses Gericht will man mit der Reinkarnation umgehen. Wir vergessen dabei etwas ganz Wesentliches: Dass das Christentum die Religion ist, die uns die Möglichkeit gibt, täglich, stündlich umzukehren. Das ist ja gerade das Große am Christentum. Wir können zu jeder Zeit zu unserem Herrn zurückkehren, ihn um Verzeihung bitten. Und wir vergessen auch, dass wir dann einen gütigen und barmherzigen Vater im Himmel haben. Die Liturgie der Kirche zeigt uns in einem großartigen Szenarium dieses Gericht, welches das Persönliche mit dem Weltgericht vermischt. Bis zur Liturgiereform klang bei jeder Beerdigung in feierlicher Gregorianik das Dies Irae, Dies Illa, Tag des Zornes, dieser Tag. Leider ist diese gewaltige Schau, die sich in apokalyptischen Bildern zeigt, aus dem Bewusstsein der Gläubigen fast verschwunden. Oft werden lediglich Auferstehungsmessen gefeiert. Alle sollen sich weiß kleiden. Es soll keine trübe Stimmung aufkommen, da wir alle im Himmel sind. Der Verstorbene ist ja sofort in den Himmel gekommen. Bei manchen bleiben doch Zweifel und sind sogar Zweifel berechtigt. Und mit dieser Haltung des Abweisens jeder trüben Stimmung wird den Hinterbliebenen etwas sehr Wesentliches und Wichtiges genommen. Die Trauer. Die Trauer, die nötig ist, um den Tod des geliebten Menschen, des Nächsten, den wir nun zu Grabe tragen, verarbeiten zu können. Ich möchte Ihnen doch einige Stellen aus dieser Sequenz, die bei jedem Requiem gebetet oder eben gesungen wird, vorlesen. Tag der Rache, Tag der Sünden, wird das Weltall sich entzünden, wie Sibyl und David künden. Laut wird die Posaune klingen, durch der Erde Gräber dringen, alle hin zum Throne zwingen.
Sitzt der Richter dann zu richten, wird sich das Verborgene lichten, nichts kann vor der Strafe flüchten. Weh, was werd ich Armer sagen, welchen Anwalt mir erfragen, wenn Gerechte selbst verzagen. Aber wir haben einen Anwalt. Im Salve Regina beten wir, Eia ergo advocata nostra, volanden unsere Fürsprecherin. Maria ist unsere Fürsprecherin beim letzten Gericht. Und das ist unser Trost und unsere Hoffnung. Milder Jesus, wollst erwägen, dass du kamest meinetwegen, schleudre mir nicht Fluch entgegen. Und nun etwas sehr Ergreifendes, ein ganz ergreifender Gedanke. Bist mich suchend müd gegangen, mir zum Heil am Kreuz gehangen, mög dies Mühen zum Ziel gelangen. Hast vergeben einst Marien, hast dem Schächer dann verziehen, hast auch Hoffnung mir verliehen. Tag der Tränen, Tag der Wehen, da vom Grabe wird erstehen zum Gericht der Mensch voll Sünden, lass ihn Gott Erbarmen finden. Milder Jesus, Herrscher du, schenk den Toten ewige Ruhe. Diese Sequenz enthält trotz der Schilderung einer beklemmenden Schau Worte der Hoffnung. Sie zeigt uns eine Situation auf, mit der wir uns auseinandersetzen sollen. Das menschliche Leben ist ein Gang zum Tode. Wir müssen sterben, weil die ersten Eltern durch ihren Ungehorsam die Gabe der Unsterblichkeit des Leibes verloren haben. Durch einen Menschen ist die Sünde in die Welt gekommen und durch die Sünde der Tod. Gott verurteilte Adam nach seinem Ungehorsam zum Tode mit den Worten, du bist Staub und sollst wieder zu Staub werden. Wir hören diesen Satz beim Auflegen des Aschenkreuzes am Aschermittwoch. Wir sterben also aufgrund der Erbsünde. Der Tod ist auf alle Menschen übergegangen, weil wir alle in Adam gesündigt haben, wie es im Römerbrief heißt. Doch heute wird auch die Erbsünde geleugnet. Ich möchte nur ganz kurz darauf eingehen. Im neuen Denken von New Age soll es ja auch gar keine Sünde mehr geben. Aber wenn es keine Sünde gibt, dann brauchen wir auch keinen Erlöser. Jesus Christus ist dann nur ein guter Mensch, der gute Mensch von Nazareth, und nicht auch Gott, wahrer Gott und wahrer Mensch. Gott, der am Kreuz für uns gestorben ist, um uns von der Sünde zu erlösen und uns den Weg in die Ewigkeit wieder zu öffnen. Was geschieht denn beim Tod? Auch hier gibt uns die Lehre der Kirche Auskunft. Beim Tode des Menschen trennt sich die Seele vom Körper und geht in das geistige Leben ein. Der Leib aber wird zu Staub. Der heilige Paulus nennt den Tod eine Auflösung. Und der heilige Augustinus sagt, beim Tode wird die Seele aus ihrem Gefängnis herausgelassen. Die Seele verfällt aber nicht in einen Schlaf und erwacht erst am jüngsten Tag, wie das auf protestantischer Seite angenommen wird. Der Leib ist es, der nach dem Tode, so könnte man sagen, schläft und am jüngsten Tage erwachen wird, nicht aber die Seele. Die Seele hat sogar drei Möglichkeiten, wo sie sich hinwenden kann, nachdem sie den Leib verlassen hat. Darüber wollen wir nun sprechen. Heute wollen viele von einem Leben nach dem Tode nichts wissen. Es ist ja noch niemand aus der anderen Welt zurückgekommen, ist die hilflose Verteidigung des ungläubigen Zeitgeistes. Aber diese Behauptung ist falsch. Denn einer ist zurückgekommen und hat uns darüber Kunde gebracht. Jesus Christus, der nach seinem Tod am Kreuz von den Toten auferstanden ist und sich 40 Tage lang seinen Jüngern gezeigt, mit ihnen geredet, gegessen und getrunken hat. Durch sein Gleichnis vom armen Lazarus und dem reichen Prasser haben wir Mitteilung, was mit der Seele des Menschen nach seinem Tod geschehen kann. Die Seelen beide, des Lazarus und des reichen Prasser,
haben sich an verschiedenen Orten befunden. Der arme Lazarus wurde von den Engeln in den Schoß Abrahams hinübergetragen, so heißt es bei Lukas. Und weiter lesen wir, es starb jedoch auch der Reiche und wurde begraben. Wir hören schon aus der Formulierung, dass den beiden je eine verschiedene Behandlung zuteil wurde. Lazarus wurde von den Engeln in den Schoß Abrahams hinübergetragen. Der reiche Prasser starb und wurde begraben. Und dann heißt es weiter, als er nun in der Hölle inmitten der Qualen seine Augen erhob, sah er Abraham von Ferne und Lazarus in seinem Schoße. Da rief er laut aus, Vater Abraham, erbarme dich meiner und sende Lazarus, dass er seine Fingerspitze ins Wasser tauche und meine Zunge kühle, denn ich werde gepeinigt in dieser Flammenglut. Wie ganz anders redet er jetzt, als er wahrscheinlich zu Lebzeiten geredet hat. Damals hatte er alles zur Verfügung und konnte befehlen und bekommen, was immer er wollte. Nun bittet er lediglich um einen Tropfen Wasser. Das ist alles, was er noch benötigt. Einen Tropfen Wasser. Doch Abraham erwiderte, mein Sohn, gedenke, dass du dein Gutes in deinem Leben empfangen hast. Ebenso aber Lazarus das Schlimme. Jetzt dagegen wird er hier getröstet, du aber wirst gepeinigt. Bei alledem besteht zwischen uns und euch eine große Kluft, so dass niemand, auch wenn er wollte, von hier zu euch hinübergehen kann und keiner von dort zu uns herübergelangt. Er aber erwiderte, so bitte ich dich, Vater, sende ihn in mein Vaterhaus, denn ich habe 5 Brüder, die soll er beschwören, damit nicht auch sie an diesen Ort der Qual kommen. Abraham jedoch erwiderte, sie haben Moses und die Propheten, auf die sollen sie hören. Er aber entgegnete, nein, Vater Abraham, sondern wenn einer von den Toten zu ihnen kommt, werden sie sich bekehren. Abraham aber erwiderte, wenn sie auf Moses und die Propheten nicht hören, so werden sie sich auch nicht überzeugen lassen, wenn einer von den Toten aufersteht. Soweit aus dem Lukas-Evangelium, diese Parabel von Lazarus und dem reichen Prasser. Dass die Antwort Abrahams an den reichen Mann völlig richtig und auch zutreffend war, das zeigt das Beispiel mit dem von den Toten auferweckten Lazarus. Jesus hat ja Lazarus von drüben zurückgeholt. Er war schon 4 Tage im Grab und Jesus hat ihn auferweckt von den Toten. Aber es haben sich damals nur sehr wenige bekehrt. Im Gegenteil, sie wollten sogar Jesus und Lazarus umbringen. In Bezug auf den armen Lazarus und den reichen Prasser kann man sagen, Gott schafft den sozialen Ausgleich, wenn manchmal auch spät, so doch absolut sicher im Jenseits. Dort kommt auch die Einsicht für den Prasser, aber sie kommt, wie wir gehört haben, zu spät. Aus dieser sogenannten Prasser-Parabel erkennen wir sehr deutlich, es gibt einen ewigen Himmel, eben das Reich, das der Herr bereitet hat, und es gibt eine ewige, nun, horribile dictu, es gibt eine ewige Hölle. Ein Begriff, der weitgehend unbekannt geworden ist oder, wenn ausgesprochen, nur noch für Spott herhalten muss. Vielleicht noch in Büttenreden oder in dummen Witzen wird noch von der Hölle geredet. Und wenn dann noch ein bekannter Theologe meint, die Hölle sei leer, dann ist es so gut wie sicher, dass wir alle in den Himmel kommen. Die Lehre über die Hölle ist keine Drohbotschaft, wie das immer wieder behauptet wird, sondern die Verkündigung einer Realität, mit der wir rechnen müssen und mit der wir auch rechnen sollten. Denn der Mensch hat die traurige Möglichkeit, zu Gottes Angebot, zu Gottes Geboten, Nein zu sagen. Im Übrigen, Hand aufs Herz.
Wer verrichtet schon eine Arbeit, einen Auftrag, zum Beispiel eine Vorbereitung für eine Prüfung, ohne irgendeinen Druck? Also ich persönlich kenne sehr, sehr wenige Menschen, die ohne eine gewisse Drohbotschaft im Rücken, Termine, Auflagen und irgendwelcher Art, ihre großen und kleinen Aufgaben erfüllen, ohne dass sie eben einen Druck verspüren. Also ich will mich gar nicht ausschließen. Dabei handelt es sich ja lediglich um weltliche, materielle Dinge, die letzten Endes in Staub zerfallen, auf die wir so viel Sorge und Mühe verwenden. Sie sind natürlich auch wichtig. Sie sind uns Mittel auf dem Weg zum ewigen Ziel. Aber mindestens in dem Maß, mit dem wir uns um die irdischen Belange kümmern, sollten wir uns der letzten Dinge annehmen. Eine gewisse Furcht, Ehrfurcht vor dem, was nach dem Tode geschehen könnte, ist heilsam, um die Sünde zu meiden. Vollkommener ist es natürlich, aus Liebe zu Gott Gebote zu halten und ein Leben mit den Sakramenten zu führen. In der Postcommunio eines Heiligen, also am Schluss der Heiligen Messe, betet der Priester: Herr, lass uns die irdischen Dinge so benützen, dass wir die himmlischen nicht verlieren. Gerade heute ein äußerst wichtiges, ja notwendendes Gebet. Leider wird es selten mehr gebetet. Das Wohlfühlen, das Wohlgefühl darf nicht getrübt werden. Wir sind ja alle so auf Wellness getrimmt und möchten eben die irdischen Dinge so benutzen, wie es uns gefällt. Betrachten wir aber doch einmal, was der Katechismus der katholischen Kirche über die Hölle schreibt. Ich zitiere deshalb daraus, damit Sie nicht glauben, das, was ich Ihnen sage, sei nichts anderes als meine eigenen fundamentalistischen Auswüchse oder traditionalistischen Auswüchse oder wie man das immer nennen mag. Im Katechismus der katholischen Kirche lesen wir bei Punkt 1034: Jesus spricht öfters von der Gehenna, des unauslöschlichen Feuers, die für jene bestimmt ist, die bis zum Ende ihres Lebens sich weigern, zu glauben und sich zu bekehren, und wohin zugleich Seele und Leib ins Verderben geraten können. Jesus kündigt in ernsten Worten an, dass er seine Engel aussenden wird, die alle zusammenholen, die andere verführt und Gottes Gesetz übertreten haben, und in den Ofen werfen, in dem das Feuer brennt. Bei Matthäus lesen wir das. Und dass er das Verdammungsurteil sprechen wird: Weg von mir, ihr Verfluchten, in das ewige Feuer. Und bei Punkt 1035, da heißt es: Die Lehre der Kirche sagt, dass es eine Hölle gibt und dass sie ewig dauert. Die schlimmste Pein der Hölle besteht in der ewigen Trennung von Gott, in dem allein der Mensch das Leben und das Glück finden kann, für die er geschaffen worden ist und nach denen er sich sehnt. Gott, so kann man sagen, ist die Sünde nicht gleichgültig. Er will sie auch nicht tolerieren, sondern vergeben. Oder mit anderen Worten: Gott ist nicht tolerant, sondern barmherzig und von großer Güte. Und seine Barmherzigkeit hat uns ein Sakrament geschenkt, das von allen Sakramenten das freudvollste genannt werden kann und das auch mit der größten Dankbarkeit aufgenommen wird: das Sakrament der Buße. Lesen wir noch bei Punkt 1037. Niemand wird von Gott dazu vorherbestimmt, in die Hölle zu kommen. Nur eine freiwillige Abkehr von Gott, eine Todsünde, in der man bis zum Ende verharrt, führt dazu. Bei der Eucharistiefeier und in den täglichen Gebeten ihrer Gläubigen erfleht die Kirche das Erbarmen Gottes, der nicht will, dass jemand zugrunde geht, sondern dass alle sich bekehren. Das steht im 2. Petrusbrief. Das ist auch sehr wichtig zu wissen. Gott will nicht den Tod des Sünders, sondern dass er sich bekehre, heißt es an anderer Stelle. Und ich glaube, die Parabel vom verlorenen Sohn zeigt in einmaliger Weise, was Bekehrung bedeutet. Der Sohn kehrt zurück, er kehrt um. Er geht zurück zum Vater. Vater, ich habe gesündigt vor Gott und vor dir. Das ist die Haltung, die wir in der Beichte haben.
bei der dritten Erscheinung in Fatima am 13. Juli, nachdem sie den Kindern in einer Vision die Hölle gezeigt hat, bat Maria nach jedem Rosenkranzgesetz ein Gebet einzuflechten, das sehr deutlich wiedergibt, wovon wir soeben gesprochen haben. O mein Jesus, verzeih uns unsere Sünden. Bewahre uns vor dem Feuer der Hölle, führe alle Seelen in den Himmel. Und im Original heißt es, und komme zu Hilfe jenen, die deiner Barmherzigkeit am meisten bedürfen. Das ist ein sehr tiefes und hilfreiches Gebet, das wir mit einer großen Bewusstheit über die Bedeutung der Worte beten sollten. Wenn heute so locker über den Himmel, in den wir alle ohne große Probleme kommen sollen, geredet wird, dann vergessen wir etwas ganz Entscheidendes. Im Himmel begegnen wir nicht irgendwem oder irgendwas, sondern unserem Herrn und Gott, dem Schöpfer Himmels und der Erde, dem dreifaltigen Gott. Und diesen Herrn, die höchste Majestät, wie die heilige Teresa von Avila sagt, kann niemand schauen, der nicht heilig ist. Jesus hatte bei seiner Menschwerdung nur das eine Ziel im Auge, uns sündige Menschen zu heiligen. Somit können wir, nach dem heiligen Paulus, nur als Heilige das schauen, was kein Auge gesehen und kein Ohr gehört und was in keines Menschen Sinn gekommen ist, was Gott jenen bereitet, die ihn lieben. Die ganze Geschichte der Erlösung zielt darauf hin, dass Heiligkeit zu unserer Rettung notwendig ist. Der Himmel ist also ein Ort und ein Zustand, wo eine eindeutige Haltung gefordert wird. Auf Erden können wir mehr oder weniger handeln, so wie es uns gefällt. Im Himmel müssen wir das tun, was Gott gefällt. Dort können nicht wir unsere Art zu leben bestimmen. Unser Leben wird von der Gegenwart Gottes bestimmt werden. Und das Zentrale unseres Daseins in der Ewigkeit wird die Verehrung und Anbetung Gottes sein, und zwar in den mannigfaltigsten Formen. Die Frage ist nun, und wir könnten dieses Argument einmal ganz provozierend vorbringen, wenn wir wieder einmal einem Menschen begegnen, dem es völlig klar ist, dass alle sogleich in den Himmel kommen. Wir könnten ihn zum Beispiel fragen, würde diese Art zu leben jemandem gefallen, der sich wenig oder gar nicht um die Existenz Gottes gekümmert hat? Auch wenn er an das jenseitige Leben vielleicht einmal in Bezug auf den Himmel gedacht hat, käme er aber dorthin, dann würde er, wie zum Beispiel John Henry Newman in einer seiner Predigten gesagt hat, dann würde er nur eine Unterhaltung antreffen, die er auf Erden gemieden hatte. Nur Bestrebungen, die er verabscheut und missachtet hatte. Nichts hingegen, das ihn mit irgendeinem anderen Wesen im All verbände oder ihm ein Heimatgefühl gäbe. Nichts, mit dem er sich befassen oder in dem er Ruhe finden könnte. Und John Henry Newman geht noch weiter, wenn er sagt, dass es für einen unheiligen Menschen keine größere Pein geben könnte, als die, ihn in den Himmel zu rufen. Für den unreligiösen Menschen wäre der Himmel eine Hölle. Das ist natürlich nicht die Theologie der katholischen Kirche. Es kann niemand in den Himmel kommen, der ein unreligiöser, ein unheiliger Mensch ist. Aber das Argument finde ich irgendwie bestechend. Gerade für jene, die sich über die letzten Dinge des Menschen wenig oder gar keine Gedanken machen. Und für alle ohne Diskussion den Himmel beanspruchen. Und die völlig ausschließen, dass ein Mensch sein Heil auch verspielen kann. Die Kirche hat sich nie angemaßt, auch für jenen nicht, der Gottes Sohn verraten hat, für Judas, das Heil für jemanden auszuschließen. Sie hat sehr viele Menschen heilig gesprochen. Aber nie jemanden, der heilige Johannes Chrysostomus erklärt in einer Homilie zum Matthäusevangelium, die Strafen der Hölle, das Feuer und den Verlust Gottes. Er schreibt, wenn wir aber dies mit Worten nicht klarzumachen imstande sind, braucht man sich darüber nicht zu wundern. Wir kennen eben die beseligende Wirkung jenes Himmelsglückes nicht so, dass wir auch klar zu erfassen vermöchten, wie schrecklich sein Verlust sei. Aber Paulus, der all dies deutlich geschaut hatte, wusste, dass der Verlust der Herrlichkeit Christi das Allerschrecklichste ist. Er schrieb das im Römerbrief.
Das werden wir dann recht einsehen, wenn wir es einmal selbst erfahren haben. Du aber, o eingeborener Sohn Gottes, lass doch nicht zu, dass dies je an uns geschehe. Und lass uns niemals diese unerträgliche Strafe aus Erfahrung kennenlernen. Soweit der heilige Johannes Chrysostomus. Wenn die Hölle der Ort der Qual ist, so ist der Himmel der Ort ewiger Freude. Am Tag von Allerheiligen feiert die Kirche ihr eigenes Fest für jene, die das himmlische Vaterland erreicht haben und nun für alle Ewigkeit in Sicherheit sind. Für immer gefeit von den Anschlägen des Bösen. Und im Eingangsgebet der heiligen Messe dieses Tages lädt sie die ganze Christenheit ein, in den Jubel einzustimmen. Frohlocken lasset uns alle im Herrn bei der Feier des Festtages zu Ehren aller Heiligen. Ob ihres Festes freuen sich die Engel und jubeln das Lob des Gottessohnes. Die geheime Offenbarung bietet uns die großartige Schau der Glorie der Heiligen. Ich sah eine große Schar, die niemand zählen konnte, aus allen Völkern und Stämmen und Nationen und Sprachen. Sie standen vor dem Thron und vor dem Lamme, angetan mit weißen Kleidern und mit Palmen in den Händen. Es sind Scharen von Heiligen in dieser triumphierenden Kirche, die Gott danken für die übergroße Freude und Gnade, in seiner Anschauung leben zu dürfen. Wer im Himmel ist, ist heilig. Oder muss es sein, wie wir gehört haben. Denn nichts Unreines kann zur Anschauung Gottes kommen oder diese nur ertragen. Daher hat die Barmherzigkeit Gottes uns eine dritte Möglichkeit offen gelassen. Am Tag nach Allerheiligen gedenkt die Kirche aller Seelen, die noch ihr unreines Seelenkleid reinigen müssen. Im römischen Martyrologium lesen wir: Die Kirche legt mit allen Kräften Fürsprache ein bei ihrem Herrn und Bräutigam Jesus Christus, damit die Seelen, die sich noch im Reinigungsort, im Purgatorium oder im Fegefeuer befinden, so bald wie möglich der Gemeinschaft der Auserwählten im Himmel beigesellt werden. Die Lehre vom Fegefeuer wurde von den Reformatoren des 16. Jahrhunderts verworfen und ist unter den Anhängern der verschiedenen protestantischen Denominationen faktisch unbekannt. Daher fehlt ihnen auch das Verständnis für die katholische Praxis des Betens für die Verstorbenen. Doch auch die moderne Theologie leugnet die Existenz des Purgatoriums. Es sei eine Erfindung des Mittelalters, heißt es dort. Doch diese Lehre ist von der Bibel her abgedeckt. Aber gerade dieses Buch im Alten Testament, das die Gläubigen ermuntert, für die Toten zu beten, hat Martin Luther ausgeschieden. Es sind dies die Makkabäerbücher. Im zweiten Buch der Makkabäer wird erzählt, dass Judas, der Makkabäer, nachdem er den Gorgas besiegt hatte, mit seinen Gefährten kam, um die im Kampf erschlagenen Juden zu begraben. Und es heißt im Kapitel 12, und er brachte eine Sammlung von 12.000 Drachmen Silbers zusammen und sandte sie nach Jerusalem, dass davon ein Sündopfer für die Verstorbenen dargebracht würde, indem er gut und fromm betreffs der Auferstehung gesinnt war. Denn wenn er nicht gehofft hätte, dass die Gefallenen auferstehen würden, so wäre es ja überflüssig und nutzlos gewesen, für die Toten zu beten. Und der Schreiber des Makkabäerbuches schließt mit den Worten: Es ist also ein heiliger und heilsamer Gedanke, für die Verstorbenen zu beten, damit sie von ihren Sünden befreit werden. Diese ganze Stelle liefert einen klaren Beweis für die katholische Lehre vom Dasein eines Reinigungsortes für die imstande der Gnade mit noch nicht vollkommen abgebüßten Sünden Verstorbenen und von der Wirksamkeit des Gebetes und der guten Werke zu ihrer Erlösung. In den Bekenntnissen des heiligen Augustinus lesen wir, dass die heilige Monika ihren Sohn bat, nach ihrem Tod Messen für ihre Seele zu lesen. Aber auch im Neuen Testament wird uns gerade durch Jesus selbst von der Sündenvergebung in der künftigen Welt berichtet. In Matthäus 12, Vers 32 steht: Wer ein Wort wider den Menschensohn redet, dem wird vergeben werden. Wer aber wider den Heiligen Geist redet,
dem wird weder in dieser noch in der zukünftigen Welt vergeben werden. Das hat er gesagt, als die Pharisäer sagten, er treibe die bösen Geister nicht anders aus als durch Beelzebub, den Obersten der bösen Geister. Und das ist eine Lästerung gegen den Heiligen Geist. Das weist darauf hin, dass es Sünden gibt, bei denen eine Sühne vor oder nach dem Tod möglich ist. Und bei Matthäus 5 steht, da wird dem bösen Knecht, der seinem Mitknecht gegenüber unbarmherzig ist und die Schuld nicht nachlässt, gedroht, du wirst von da, also aus dem Kerker, nicht herauskommen, bis du die ganze Schuld bezahlt hast. Auch der heilige Paulus sagt, dass manche nur so wie durch Feuer zur Seligkeit gelangen. Denn einen anderen Grund kann niemand legen als den, welcher gelegt ist, welcher ist Jesus Christus. Wenn aber jemand auf diesen Grund aufbaut, so wird eines jeden Werk offenbar werden. Denn der Tag des Herrn wird es kundmachen, weil es im Feuer offenbar werden wird. Und wie das Werk eines jeden ist, wird das Feuer erproben. Wenn jemandes Werk besteht, so wird er Lohn empfangen. Wenn jemandes Werk verbrennt, so wird er Schaden leiden. Er selbst aber wird selig werden, jedoch wie durch Feuer. Das steht im Korintherbrief. Abgesehen von den biblischen Zeugnissen und den Beweisen aus Schrift und Tradition, ist es auch eine Frage der Vernunft, ein Vorhandensein eines Zustandes zwischen Himmel und Hölle zu vermuten. Da nichts Beflecktes in den Himmel eingehen kann, ergibt es sich, dass eine Seele, die mit einer lässlichen Sünde oder noch nicht verbüßten Strafen aus diesem Leben geht, nicht in den Himmel kommen kann. Aber es wäre doch auch nicht gerecht, sie in die Hölle zu schicken, da eine solche Strafe in keinem Verhältnis zu dem Vergehen stünde. Es ist ein Zeichen der göttlichen Barmherzigkeit, uns den Reinigungsort, das Fegefeuer zu schenken, wo wir unsere lässlichen oder jene schweren Sünden, für die wir noch nicht vollkommen Genugtuung geleistet haben, abbüßen können. Die Lehre vom Fegefeuer trägt auch viel dazu bei, dem Tod den Schrecken zu rauben. Sie soll uns mehr mit Trost als mit Furcht erfüllen. Die Theologin des Fegefeuers, die heilige Katharina von Genua, schildert den Zustand der Seelen im Fegefeuer. Ihre tiefen Überlegungen über die Läuterung der armen Seelen gehen jedoch nicht auf Visionen zurück, sondern auf das, was sie auf mystischem Weg durch die Gnade Gottes selbst erlebt und erlitten hat. Sie schreibt, die armen Seelen haben eine ganz große Zufriedenheit über die Anordnung Gottes, in der er all das, was ihm gefällt und solange es ihm gefällt, wirkt. Darum können sie nicht mehr an sich selber denken. Sie sehen nur noch die so große Güte und Wirksamkeit Gottes, der dem Menschen so viel Barmherzigkeit erweist, um ihn zu sich zu führen, so dass sie weder Schmerz noch Glück sehen, das ihnen in ihrer Eigentlichkeit zustoßen könnte. Wenn sie dies sehen könnten, wären sie nicht in der reinen, lauteren Liebe. Und weiter heißt es im zweiten Kapitel, ich glaube nicht, dass es eine Zufriedenheit gibt, die mit jener einer Seele im Fegefeuer verglichen werden kann, außer jener Zufriedenheit, die die Heiligen im Paradies haben. Und jeden Tag wächst diese Zufriedenheit in diesen Seelen durch Gottes entsprechende Einwirkung. Diese Zufriedenheit wächst, weil jeden Tag das Hindernis für die entsprechende göttliche Einwirkung abnimmt. Soweit die heilige Katharina von Genua. Mit der Leugnung der Lehre vom Fegefeuer haben die Reformatoren nicht nur die Schrift ignoriert, auf deren strikte Befolgung sie doch sonst so großen Wert legen, sondern sie zerschnitten auch die Regungen der Natur, mit den nahestehenden Verstorbenen auch nach deren Tod in Beziehung treten zu wollen. Wenn ich auf Erden für sie gebetet habe, warum kann ich dies auch nicht weiterhin tun? Der Tod zerstört nur den Leib, nicht aber die Seele. Klagen und weinen wird ihnen nicht helfen, aber das wirksame Mittel des Gebetes werden sie spüren. Unsere Augen, unsere Hände können sie nicht mehr erreichen.
wohl aber unsere Gebete und unsere Liebe. Der Tod, so haben wir gehört, ist für den Christen nicht das Ende, sondern das weit geöffnete Tor in die Ewigkeit. Deinen Gläubigen, Herr, wird das Leben umgewandelt, nicht genommen. Wenn diese Hütte ihres Erdenwalles in Staub zerfällt, steht ihnen die ewige Heimat im Himmel bereit, hören wir in der Präfation der Totenmesse. Daher sollen die Zurückbleibenden nicht trauern wie die Heiden, die keine Hoffnung haben. Gewähre mir, o Herr, beim Tode meiner Lieben eine vernünftige Betrübnis, so betet der heilige Augustinus, in Gelassenheit zu weinen über unsere Sterblichkeit, doch die Tränen schnell zurückzudrängen durch den tröstlichen Gedanken des Glaubens, der mir sagt, dass jene, die glauben, sich im Sterben nur ein wenig von uns entfernen, um es besser zu haben. Und damit wären wir am Ausgangspunkt unserer Betrachtung angekommen, wo wir mit dem heiligen Hieronymus feststellten, dass die Verstorbenen in der Familie bleiben. Mit unseren Gebeten bleiben wir mit ihnen in Verbindung. Die Kirche erklärt, dass das Gebet für die Verstorbenen ein Werk der Barmherzigkeit ist und uns Verzeihung der Sünden und den Segen Gottes bewirkt. Es ist von der heiligen Gertrud ein sehr schönes Wort überliefert. In ihrem wunderbaren Buch Gesandter der göttlichen Liebe schreibt sie über den Zuspruch, den sie von Jesus erhalten hat. Wenn jemand für eine arme Seele im Fegefeuer betet, so nehme ich, also Christus, so nehme ich ein solches Gebet ebenso liebreich und gütig auf, als ob man mich, wenn ich in einem Gefängnis wäre, öfter besuchen und trösten würde. Das Gebet für die Verstorbenen bringt auch uns Glück und Segen. Es ist das beste Mittel, um Unglück von sich abzuwenden. Den Verstorbenen ist auch erlaubt, uns zu Hilfe zu kommen. Sie erweisen sich ihren Wohltätern dankbar, namentlich dann, wenn sie in den Himmel eingehen. Als die heilige Gertrud, die alle ihre guten Werke für die armen Seelen aufopferte, befürchtete, dass sie dann selbst recht lange im Fegefeuer leiden könnte, erhielt sie vom Heiland folgenden Trost: Dein Liebesakt ist mir so angenehm, dass ich dir alle Strafen, die du im Fegefeuer aushalten solltest, hiermit erlasse. Außerdem wirst du hundertfachen Lohn bekommen. Ferner werde ich anordnen, dass alle von dir erlösten Seelen dir beim Tode entgegenkommen und dich mit Jubel in den Himmel begleiten. Und Suarez behauptet, es sei unmöglich, dass der verloren gehe, der auch nur eine Seele erlöst hat, durch sein Gebet und sein Opfer. Denn er habe im Himmel einen Freund, der bei Gott für ihn bittet. Ja, das ist doch ein schöner Gedanke. Machen wir uns Freunde auch unter den armen Seelen. Wir werden sie eines Tages nötig haben. Die armen Seelen, denen wir zu Hilfe kommen, sind dann unsere Freunde im Himmel, die uns, wenn es mit uns zu Ende gehen wird, beistehen werden. Den machtvollsten Beistand kommt den armen Seelen von der Kirche zu, durch die Darbringung des heiligen Messopfers und die Teilnahme daran. Am Allerseelentag ist den Priestern gestattet, drei heiligen Messen für die Verstorbenen zu lesen. Sie bittet darin, dass die Seelen aller verstorbenen Gläubigen von jeder Fessel der Schuld befreit werden. Deine Gnade komme ihnen zu Hilfe, auf dass sie entrinnen dem Rachegericht. Lass sie genießen des ewigen Lichtes Glückseligkeit. Wir sehen im Requiem, bittet die Kirche und ringt die Kirche um die Seele der Verstorbenen. Und für die Hinterbliebenen sind diese Gedanken und Gebete Trost. Die Dinge werden auch beim Namen genannt. Man weiß, woran man ist. Die Trauer hat ihren Platz, aber auch die Hoffnung. Wir wollen euch nicht in Unkenntnis lassen über die Entschlafenen, schreibt der heilige Paulus an die Thessaloniker, damit ihr nicht trauert wie die anderen, die keine Hoffnung haben. Wir glauben ja, dass Jesus gestorben und auferstanden ist. Ebenso wird Gott auch die in Jesus Entschlafenen zugleich mit ihm herbeibringen. Gott hat die Menschen nicht für die Erde, sondern für den Himmel erschaffen. Unser Leben soll eine Reise zum Himmel sein.
Seltsamerweise wollen wir uns auf Erden ewig einrichten. Ein altes Gedicht drückt unseren Zustand eigentlich recht deutlich aus. Es heißt, wir bauen Hüse und Paläst und sind auf Erden doch nur Gäst. Und da, wo wir sollen ewig sehen, da bauen wir nur wenig hin. Das war zu allen Zeiten so. Und es ist die Kirche, die uns zu Hilfe kommt auf diesem beschwerlichen Weg mit ihren Sakramenten, der Heiligen Messe und den Gebeten. Wenn wir zum Beispiel den Rosenkranz beten, gedenken wir in jedem Ave der zwei wichtigsten Augenblicken in unserem Leben. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns. Und zwar jetzt. Und in der Stunde unseres Todes. Und ich bin sicher, dass sich die Mutter unseres Herrn im gegebenen Augenblick daran erinnern wird. Denn eines Tages wird es heißen, jetzt in der Stunde unseres Todes. Vergessen wir auch nicht, bei einer schweren Erkrankung unserer Angehörigen rechtzeitig den Priester für die Krankenölung zu rufen, solange der Patient noch bei Bewusstsein ist, um den Gebeten und Handlungen zu folgen. Oft tritt auch nach der Spendung dieses Sakraments eine Besserung ein. Der heilige Jakobus erwähnt eigens diese Stelle, wenn er sagt, ist jemand krank unter euch, so rufe er die Priester der Kirche zu sich, und sie sollen über ihn beten und ihn mit Öl salben im Namen des Herrn. Und das Gebet des Glaubens wird dem Kranken zum Heile sein, und der Herr wird ihn wieder aufrichten, und wenn er Sünden auf sich geladen hat, so werden sie ihm vergeben werden. Welch unsägliche Hoffnung und Barmherzigkeit, die uns geschenkt wird durch dieses Sakrament. Wenden wir uns auch an die Heiligen, vor allem die Mutter Gottes, und an den Schutzpatron der Sterbenden, den heiligen Josef. Sie mögen uns doch beistehen im letzten Streit. Wenn wir unsere Heimgegangenen im Gebet gedenken, so werden auch sie uns auf unserem Weg in die Ewigkeit begleiten. Im Grunde geht es um das Annehmen des Todes. Für die meisten ist dies die schwerste Tat ihres Lebens. Nicht jedem ist es gegeben, sich so hinzugeben, wie zum Beispiel die Schriftstellerin aus dem Allgäu, Magdalena Dietl. Als ihre Kräfte abnahmen, hat sie sich zur großen Reise gerüstet. Der Spruch auf ihrem Sterbebildchen wurde noch von ihr selbst vorbereitet. Er umfasst in knappen, humorvollen, den Ernst der Stunde bejahenden Sätzen die Quintessenz ihres Lebens. Zum Leben ja, zum Tod nicht nein. Es ist aus. Es war schön. Jetzt gehen wir heim. Und wenn man weiß, dass Magdalena Dietl Zeit ihres Lebens im Rollstuhl war, gelähmt von der Hüfte weg, dann ist man ergriffen von der Tapferkeit, der Klarsicht und dem tiefen Glauben von Magdalena Dietl an das Wesentliche in unserem Leben. Es ist aus. Es war schön. Jetzt gehen wir heim.